DFB-Pokal, erste Runde Auslosung, das mache ich mal etwas schneller, das dauert mir sonst zu lange, die ganzen Mannschaften auszulosen. Wir müssen nach Köln reisen, Fortuna Köln. Sandhausen hat die Bayern erwischt. Cottbus gegen Schalke. Und München 60 gegen den HSV. Oh, da wird es auch hoch hergehen. Magdeburg gegen Braunschweig. Ist ja schon fast ein Derby, sind sehr nah beieinander. Osnabrück in der Champions League mit Dortmund und München. Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim gehen in die Euroleague. Das sind doch mal Budgets. Da kann man noch was mitmachen. Achtelfinale in der Champions League sollen wir erreichen. Puh. Das ist meine Ansage. Internationaler Wettbewerb finde ich völlig okay. Es reicht, wenn wir die Euroleague erreichen über die Liga. Das ist nicht so viel Druck, das ist vollkommen in Ordnung. Nationalpokal Halbfinale. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ich bin gespannt. Hier bei den Transfers, wir brauchen schon Geld für die Transfers, aber 31 Millionen? Da würde ich lieber noch ein bisschen was ins Gehalt stecken. Da müssen wir nicht ein bisschen aufstocken. Unsere Spieler verdienen alle viel zu wenig. Spielervorstellung. Und Robert Schul ist gleich mal verärgert, dass wir neue Spieler kaufen. Dabei ist Diego Lopez nur sein Ersatzmann. Die Nummer 15 ist für den okay. Vorstellen wollen wir ihn auf der Webseite. Für Rese die 26 auch okay, ist der Nachwuchsspieler auf Webseite. Warum er sich jetzt ärgert, ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich haben die jetzt auch wieder einen Streit. Oh, hoffentlich zieht sich das nicht so lange hin. Oliver Winkler kriegen wir 1800 als Entschädigung. Was steht denn noch an? Der Bericht. 14 Millionen haben wir jetzt, Pokalprämie. 100.000 für die erste Runde. Ah, 23.000 für die von der zweiten Mannschaft, glaube ich, der Pokal. Die müssen gegen FC Memmingen ran. Sponsor zahlt Bonus von 46.000. Das ist, glaube ich, auch das Erste, was ich mache, ja. Sponsoring. Können wir den Vertrag auflösen? Der geht noch ein Jahr. 500.000 Kompensation muss ich zahlen. Frage ist, wie viel würden wir kriegen? Wir sind jetzt in der Champions League. Und die Prämien sind wirklich lächerlich. Ich versuche das mal. Kann sein, dass es jetzt viel Geld kostet, aber dann werbe ich mal Sponsoren an. Dann gucken wir mal, wer hier rankommt. Pyramide, Bandenwerbung, das sind alles noch frei, die Plätze. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Fitnessexperten holen, den Mentaltrainer holen. Trainingsgruppen passen noch. Langfristig müssen wir hier jetzt umstellen. Trainingseinstellungen laden. Wir brauchen jetzt die Bundesliga und Champions League. Erste Gruppe Sturm, zweite Abwehr, dritte Mittelfeld. Passt doch, super. Mal nachgucken. Dann fangen wir hier an. Saisoneröffnung. Tag der Jugend machen wir noch nicht. Wir gehen gleich ins Trainingslager. Und zwar nach Sylt fürs Teamwork. Dann machen wir einen Laktattest. Und dann fahren wir ins nächste Trainingslager nach England. Würde sagen, in der zweiten Woche können wir schon mal ein Testspiel machen. Werder Bremen 3. Das klingt vernünftig. Dann machen wir noch ein Testspiel. Zum Warmschießen. Dann geht's schon zum Supercup gegen Bayern München, die ja uns im Pokal knapp besiegt haben. Danach mache ich einen Tag der Jugend. Im Dezember kommt dann das Fanclub-Treffen dran und am Freitag vorm letzten Spiel die Weihnachtsfeier. Dann mache ich hier nochmal ein Trainingslager wieder in England. Und letztes Jahr am 1. den Sponsorentag. Dann geht's in den Urlaub. Und hier nach dem letzten Internet, nach dem Champions League Endspiel machen wir die Saisonabschlussfeier. Wir sind jetzt mal richtig optimistisch. Und dann kommt die Spielerauszeichnung.
So, dann lösen wir hier das Geld auf. Festgeldanlage wieder auflösen. Haben sogar ein klein wenig Gewinn gemacht, haben jetzt 32 Millionen auf der hohen Kante. Und die wollen wir natürlich auch einsetzen. 25 haben wir für Transfers zur Verfügung. Die können wir sogar fast aufbrauchen. Auch nochmal in die Jugend. Der kann raus, der kann gar nichts. Schauen wir hier mal rein. Was sagt die B-Jugend? Oh, da sind auch welche dabei, die gehen gar nicht. Tut mir leid, Tim Sebastian, du bist dafür nicht zu gebrauchen. Da sind ein paar dabei. Kann ich immer noch nicht rausnehmen. Aber Andreas kann ich nach Hause schicken. Daniel Schwind kann ich nach Hause schicken. Immer muss leider auch nach Hause gehen. Genauso wie Felix Hofer. Und Peters muss auch weg. Dann schicken wir die mal ins Trainingslager, auch da nach England, ins gleiche, wo wir hinfahren. Beide Jugendmannschaften natürlich. Zweite Mannschaft. Nein, nicht Freundschaftsspiel. Trainingslager. Ab nach England. Da macht ihr ein Freundschaftsspiel gegen die Ditten, genau. Das passt schon mal gut. Damit hätten wir hier alles erledigt. Dann gehen wir in den Transf in die Transfere, hier in Verträge. Ablöse vom Marktwert. Hochstellen. Zweite Mannschaft das gleiche. So, Vertragsende. Adam Bornhardt müssten wir verlängern. Der will noch nicht. Fragen wir mal nach, ob er nach dem Spielergespräch anderer Meinung ist. Nein. Ah, müssen wir es in der Winterpause wieder versuchen. Ankovic möchte auch noch nicht verlängern. Thomas Bacher möchte auch nicht verlängern. Na gut. Von denen, die nächstes Jahr auslaufen, könnte ich Schatz versuchen. Der will auch nicht verlängern. Frank Hubert will auch nicht verlängern. Will denn gar keiner verlängern, Leute? Özgür will auch nicht. Daniel? Auch nicht. Und das meinte ich. Jetzt haben wir hier nämlich richtig Probleme in der ersten Mannschaft. Da laufen jede Menge Verträge aus. Und die anderen müssen wir auch noch, den kann ich noch nicht, weil der noch in der Saison geliehen war. Aber Kerk kann ich versuchen, den Vertrag zu verlängern. Der will auch nicht. Dann versuchen wir es erstmal bei denen, die wirklich wichtig sind, weil die Verträge laufen aus. Pedro Henrique würde ich gern behalten. Will noch nicht. Gölles? Will auch nicht den Vertrag verlängern. Leistner will den Verein verlassen. Auch den werde ich behalten. Auf die 6 Millionen bin ich dann auch nicht angewiesen. Bei Günther, da wird es mir echt wehtun. Ist nicht verfügbar, ist nur unterwegs. Er will auch den Verein verlassen. Bei Günther und Griffiths müsste ich mir echt Gedanken machen, aber wo soll ich Ersatz hernehmen? Ich gehe gleich mal am Transfer mal gucken. Nielsen, irgendwie will keiner gerade so recht verlängern. Da muss ich im Winter nochmal versuchen. Aber wie man sehen kann. Ah, Singh will verlängern. Ausgezeichnet. Stammspieler nicht. Aber du kriegst ordentlich Kohle. Nämlich das Gehaltsbudget nach oben pushen. Damit wir die Spieler auch vernünftig bezahlen und die bei uns bleiben wollen. Angebot unterbreiten. Bis 32 kann er locker bei uns spielen. Und Griffiths, ich versuch's nochmal. Nein, der will nicht mehr. Was sagt der Chat dazu? Soll ich Griffiths und Günther lieber verkaufen und das Geld mitnehmen? Es sind ja nochmal 30 Millionen. Das würde unser Transferbudget fast verdoppeln. Oder lieber die Saison mit denen durchziehen, versuchen in der Champions League möglichst weit zu kommen. Also ich tendiere im Moment zur zweiten Option. Die sind noch im Urlaub. Gölles geht erstmal in die Reserve. Lopez braucht Sprachstunden. Griffiths geht natürlich wieder in Sturm dann. Lopez auf die Bank. Und Villas. Ja, Villas brauchen wir eigentlich nicht mehr. Der geht auf die Tribüne. Bank ein bisschen ordnen. Apia in die Mannschaft. Toljan geht erstmal auf die andere Seite. Finn Stark und Gießen sind schon gut mit dabei. Mit Engelhardt haben wir einen guten Ersatz.
Zweite Mannschaft. Ja, schon ist Daniel nur noch dritte Wahl. Ich weiß nicht, Gölles nochmal ein Jahr verleihen, aber der läuft der Vertrag aus, geht nicht. Daniel könnte ich verleihen. Oder Bach. Verleihen wir Bach mal. Spieler anbieten. Zur Leihe. Nord will keiner haben. Nordost. West. West. Bayern. In der dritten Liga will den bestimmt keiner haben, da ist er zu schwach. Versuchen wir mal hier unterzubringen. Ist auch kein Gehalt zahlen. Gut, der ist schon mal weggebracht. Untergebracht. War das erledigt? Okay, ich muss. Gucke kurz nach Spielern. Sead Kolasinac spielt bei Alkmaar in Reserve? Was ist denn bei dem schief gelaufen? Den kann ich mir nicht holen, hat zu viel Talent. Aber was ist denn bei Kolasinac schief gelaufen? Ah, ist nach Istanbul gegangen. Das hat dann das Ende bedeutet der Karriere. Hat gar nicht gespielt. Jetzt ein Spiel bei Alkmaar nur. Armer Kerl. Dann Dada Hoff. Bei Hoffenheim 2 ist der. Könnte ich mir leisten, hat aber zu viel Talentsterne. Meine eigene Beschränkung hindert mich daran. Hat sich aber auch nicht so richtig durchsetzen können. Ich kann nochmal reingucken. 11 Spiele, 13 Tore bei der zweiten Mannschaft. Warum Hoffmann den in der zweiten Mannschaft hat, ist mir ein Rätsel. Torriecher 90, sollte das stimmen. Ist nur noch 2 Punkte. Aber es wäre ein Top-Stürmer. Richtig krasser Spieler. Und Bentaleb wurde noch gefragt. Nabil Bentaleb spielt immer noch bei Schalke. 33 Millionen wert. 80 Spiele, 5 Tore. Scheint da angekommen zu sein. Letzte Saison durchgespielt. 5 Vorlagen, 3 Tore geschossen. Gut. Zweite Mannschaft. Wo ist eigentlich mein. Ach, Turan spielt gleich mal im Sturm. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Wenn ich den auch noch als LA schulen kann, als Linksaußen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Haben wir hier eine Reserve für oben? Klingt gut. Bei Villas muss ich mal kurz in die Teamdynamik gucken. Erstmal müssen wir hier Gespräche führen. Körperlich stärker werden, das muss mal eben sein. Das bringt doch einiges. Vor allem möchte ich das bei meinen jungen Spielern machen, das darf ich nicht vergessen. Engelhardt muss ich das machen. Bei Stark natürlich auch. Und bei Gießen. Pelé wird ja auch länger bleiben noch. Und ne, den heißen wir erstmal willkommen. Teamhierarchie, da wollte ich reingucken. Da sehe ich Villas jetzt doch da. Einflussreicher Spieler ist er, aber wir haben Schopenhauer einen Führungsspieler und hier noch jede Menge andere. Heißt, ich könnte Villas verkaufen. Habe ich den Ersatz bei der Jugend? Nein. Drei Innenverteidiger müssten theoretisch ausreichen. Villas verdient 1 Million. Gucken wir erstmal, was wir so kriegen können. Transfermarkt, Spieler suchen. Gucken wir mal kurz einen Namen nach, dann gehen wir mal wirklich auf die Suche. Welcher denn? Maximilian?
Ist leider auch zu talentiert. Spielt aber bei der ersten Mannschaft. Hat er noch kein Spiel bestritten. Wäre echt interessant. Aber ich würde keine 4 Millionen ausgeben, weil unser Turan ist nicht viel schwächer. Ein Stück, aber ist halt auch noch jünger. Und kann halt zwei Positionen spielen. So, jetzt aber Spieler suchen. Suchkriterien. Erstmal gucken wir nach Vereinslosen. Leider keiner. Und jetzt gucken wir mal insgesamt nach 75 aus Stuttgart. Alexei. Und RA. Uiuiui. Ein Dribbler auch noch dazu. Und rechts und links. Spannender Spieler, würde ich mal sagen. Das wäre der Top-Einkauf für uns. 18 Tore hat er auch schon geschossen. Und dann ist er erst 24. Den behalte ich schon mal aber richtig im Hinterkopf. Den hierbei könnten wir uns mittlerweile auch leisten. Wäre aber in direkter Konkurrenz zu unserem Nachwuchsspieler Justin Gießen. Und kann halt nur die eine Position. Ja, das denn. Oh, das wäre ein Upgrade für Torwart. Julian Chabot. Härte, Teamplayer, nicht nachtragend. Da sind schon gute Spieler dabei hier. Muss ich sagen. Bentolofer. Ah, könnte ich statt Villas holen, aber. So ein Upgrade wäre es jetzt auch nicht. Der ist nix. King, leider verletzungsanfällig. Es ist kein Upgrade zu unseren Stürmern. Carlos. Springt mir jetzt auch keiner ins Auge, der uns so wirklich sofort weiterhilft. Bis auf den ersten da. Aber wie bringe ich mich ran? Juck, unter. Muss ich mal kurz in die erste Mannschaft gucken. Wir haben da ja schon Möwald. Und Lopez haben wir gerade geholt. Zwar ablösefrei. Der könnte halt auch RA. Mit Nielsen haben wir da aber auch schon einen, der nicht ganz so gut drauf ist. Ach ja. Ah, der ist schon gut. 72 wäre der immer noch auf. Oder wäre immer noch der stärkste Rechtsaußen wohl. Aber im offensiven Mittelfeld natürlich. Top- oder Schulersatz. Stärker als Möwald noch. Wobei der 79er Stärke hat. Aber für irgendwen muss ich ja das Geld ausgeben. Am besten, wer die Folge guckt, schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir den holen? Alexei Michanchuk. Offensives Mittelfeld. Wir haben da jetzt schon drei Spieler für. Er könnte auch noch rechts außen spielen. Statt Kerk oder Henrique. Aber würde uns halt, ich schätze mal, so 13 Millionen mindestens kosten. Aber wir haben halt nicht viele Möglichkeiten, noch Geld auszugeben. King könnte man noch holen, aber der hat mich nicht so wirklich überzeugt. Kann ich nochmal zeigen kurz, was für Möglichkeiten wir haben. Viele sind das nicht. Dem hierbei könnte man noch holen. Wäre auch nochmal ein Upgrade, würde aber Gießen so ein bisschen die Position verbauen. Da müsste der halt wieder in die Reserve und da weiter Erfahrung sammeln. Hätte ich halt einen starken Backup zu Singh. Wäre schon mal eine Ansage.
Würde halt heißen, Gießen geht wieder in die Reserve und dann da weiter. Oder soll ich zum Beispiel Alan Ayeti noch holen? Für die Innenverteidigung, dann würde Villas uns verlassen. Und wahrscheinlich auch Stark erstmal wieder in die Reserve wandern. Macht euch mal Gedanken in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. 8 Herz brauchen wir nicht. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal.